willkommen hier im Sportpark in Freiburg bei uns. Mein Name ist Melanie und ich begrüße euch jetzt ganz herzlich zu einer Einheit Stretch und Flow. Ihr dürft euch mal ganz bequem auf eurer Matte positionieren. Hebt nochmal kurz eure Zehen an. Und dann fächert sie mal ganz weit auf und bringt sie auf eure Matte. Schaut, dass eure Knie leicht entwiegelt sind. Wer Kreuzbein Richtung Matte zieht, dann kreist ihr hier mal eure Schultern. Zieh sie mal weit nach oben Richtung Ohren und nach hinten tief. Schön nach hinten. Und dann lass deine Schultern tief, Arme ganz entspannt. Und wenn du möchtest, dann schließ hier mal für einen Moment deine Augen und konzentriere dich mal auf deine Atmung. Atme ganz tief durch deine Nase ein und durch den leicht geöffneten Mund wieder aus. Tiefe Atemzüge durch die Nase ein und lang wieder aus. Stell dir mal vor, wie mit der Einatmung die Wirbelsäule ganz lang wird. Und lass beim Ausatmen die Schultern sinken. Jetzt nehmt mal wahr, wie sich mit der Einatmung euer Brustbein hebt und mit der Ausatmung wieder senkt. Einatmen, das Brustbein hebt sich und mit der Ausatmung sinkt es wieder. Nimm nochmal wahr, wie sich die Rippenbögen mit dem Einatmen öffnen und beim Ausatmen wieder schließen. Nimm hier noch zwei ganz tiefe Atemzüge für dich. Wenn ihr möchtet, lasst die Augen gern noch geschlossen und dann beginn mal mit dem Ausatmen, das Kinn Richtung Brustbein zu senken, dich ganz langsam Wirbel für Wirbel abzurollen. Kopf zieht schwer Richtung Boden, lass den Nacken los. Und mit dem Einatmen roll dich Wirbel für Wirbel wieder nach oben auf. Kinn zum Brustbein. Knie ein bisschen mehr beugen und ganz langsam abrollen. Und Wirbel für Wirbel wieder nach oben. Wenn ihr das nächste Mal tief seid, dreht den Oberkörper mal weit nach rechts und dann kommt mal über die Seite nach oben. Roll dich in der Mitte wieder tief. Dreh dich zur linken Seite und komm über die Seite nach oben. Mach das für dich jede Seite noch zweimal. Schön mit der Ausatmung tief gehen und einatmend über die Seite nach oben.
und bleib hier nochmal in der Mitte. Wenn du möchtest, dann... Vor und rück.
bleib nach vorne, leg die Knie ab und komm mal in Bauchlage auf deine Matte. Zieh die Beine mal lang zurück. Mach nochmal eine große Schwimmbewegung und stell die Hände neben den Brustkorb. Ihr bringt eine Hand nach vorne, der Arm bleibt noch gebeugt. Mit der Einatmung streckt den Arm und aus geht tief. Wechsel die Hände. Kraft in die Rückseite und wieder tief. Ein und ausatmen. Schau, dass der Nacken lang bleibt. Bauchnabel zur Wirbelsäule ranzieht. Jede Seite noch einmal. Dann bleib noch mal tief. Stell beide Hände gut auf. Löse mal die Unterschenkel, Fersen aneinander und dann schieb dich nochmal zurück und komm nochmal auf deine Fersen. Schieb das Becken mal von rechts nach links. Und dann bleib in der Mitte, komm in den Vierfußstand, schieb dich ins umgekehrte V, nimm die Knie tief. Komm wieder zurück auf die Fersen. Vierfußstand zum umgekehrten V. Knie absetzen und wieder zurück. Mach das noch zweimal. Dann bleib noch mal für einen Moment auf den Fersen tief und dann roll dich Wirbel für Wirbel zum Sitzen auf und komm mal in den Kniestand auf deine Matte. Ihr bringt jetzt euren rechten Fuß weit nach vorne. Schaut mal, dass eure rechte Ferse vor dem Knie steht und hinten könnt ihr gern die Zehen aufstellen. Ich drehe mich zur Seite. Ihr senkt den Oberkörper und stellt die Fingerspitzen mal neben den rechten Fuß. Jetzt schiebt ihr euer Knie nach vorne und nach hinten streckt das vordere Bein, die Nasenspitze möchte Richtung Knie tief. Knie schiebt nach vorne und Nase möchte Richtung Knie. Wenn du möchtest, einatmend nach vorne schieben und aus das Bein lang machen. Ein und aus. Wenn ihr hinten eure Zehen aufstellt, dann könnt ihr das hintere Bein jetzt gerne mal lang machen. Wenn euch das zu viel ist, einfach das Knie wieder auf die Matte tief nehmen. Im Wechsel Knie nach vorne schieben. Und das vordere Bein lang strecken. Ein letztes Mal. Und dann halt das vordere Knie mal gebeugt und öffne den vorderen Fuß mal ein Stück zur Seite, dass ihr hier mehr Platz habt. Wenn ihr den rechten Fuß vorne habt, bleibt eure linke Hand fest am Boden und dann zieht ihr die rechte Hand mal über die Schulter nach oben zur Decke. Jetzt bringt den Unterarm so tief wie möglich Richtung Matte und dann streckt die Hand wieder nach oben. Unterarm geht tief und die Hand zieht Richtung Decke. Schau, dass das hintere Bein so lang wie möglich bleibt. Spannung im Oberschenkel, die Ferse
schiebt nach hinten und der Unterarm geht tief und hoch. Tief und hoch. Ein letztes Mal. Und dann stell beide Hände nebeneinander. Bring das rechte Knie mal nach vorne zwischen deine Arme. Und dann dreh den Unterschenkel ein und nimm das hintere Knie tief zur Matte. Jetzt rutscht das hintere Bein noch ein Stück weiter nach hinten. Der Fußrücken hinten ganz entspannt am Boden. Und wenn du möchtest, komm hier mal auf deine Unterarme. Schau mal, dass ihr nicht auf die Seite euch absetzt, sondern dass ihr hier in der Mitte bleibt. Fester Druck mit den Händen auf die Matte. Zieh mal die Schulterblätter Richtung Gesäß zurück und schieb dein Brustbein nach vorne Richtung Hände. Schaut jetzt, dass ihr den Kopf nicht hängen lasst, sondern halt die Spannung in deiner Vorderseite. Schultern ziehen zurück Richtung Gesäß und das Brustbein schiebt nach vorne Richtung Fingerspitzen. Nimm hier noch zwei tiefe Atemzüge. Tief durchatmen. Und dann stellt ihr eure Hände auf. Bring mal Spannung in die Körpermitte. Und dann hebt den Oberkörper an. Stell hinten deine Zehen auf. Streck das Bein. Und dann mach hier so einen kleinen Sprung nach vorne. Guck, dass die Hände gut platziert sind. Und dann steig mal zurück in ein umgekehrtes V. Und gehe hier mal von einem Fuß zum anderen. Und dann nimm die Fersen wieder hoch. Knie zur Matte. Schieb dich nochmal zurück auf die Fersen. Und dann roll dich hier nochmal Wirbel für Wirbel zum Sitzen auf. Komm wieder in den Kniestand nach oben. Und wir wechseln das Bein. Linker Fuß kommt weit vor. Linke Ferse steht wieder deutlich vor dem Knie. Hinten sind die Zehen aufgestellt. Platziere die Hände und dann schieb das Knie nach vorne und streck das Bein. Nach vorne schieben und lang strecken. Einatmen vor. Aus, zurück. Denkt dran, den Blick mitzunehmen. Mit der Einatmung schaut ihr nach vorne. Und aus, zurück. Wer möchte, streckt hinteres Bein wieder in die Länge. Und das vordere beugt und streckt. Im Wechsel. Schau, was für dich heute gut geht. Euer Training. Und das nächste Mal bleibt das vordere Knie gebeugt. Wenn ihr den linken Fuß vorne habt, rechte Hand aufstellen, öffne den linken Fuß und dann zieh mal die linke Hand über die Schulter nach oben zur Decke. Der Unterarm geht so tief wie möglich und dann streckt die Hand wieder nach oben. Unterarm Richtung Boden, Finger Richtung Decke. Denkt an euer hinteres Bein. Versucht da die Spannung im Oberschenkel zu halten, die Ferse schön zurückzuschieben. Tief und hoch. Ein letztes Mal.
Stell die linke Hand auf und dann zieh das linke Knie mal zwischen die Hände. Ihr dreht jetzt hier den Unterschenkel ein, legt ihn auf die Matte und dann rutscht das hintere Bein weit zurück. Hände nach vorne, Schulter Richtung Gesäß. Wenn ihr möchtet, komm auf deine Unterarme. Schau, dass das Becken parallel bleibt und ihr nicht auf eine Seite kippt. Denkt dran, die Schultern Richtung Gesäß nach hinten unten zu ziehen und euer Brustbein nach vorne Richtung Fingerspitzen zu schieben. Lange, tiefe Atemzüge durch die Nase ein und durch den leicht geöffneten Mund wieder aus. Noch zweimal tief ein und lang ausatmen. Dann stell die Hände auf, bring mehr Spannung in die Körpermitte, dann richte dich auf, stell hinten deine Zehen auf, löse das Knie, kleiner Sprung nach vorne, schau, dass die Hände gut positioniert sind und dann steig nochmal in ein umgekehrtes V und nimm hier nochmal im Wechsel deine Fersen hoch und tief, beweg dich nochmal schön durch. Dann nimm beide Fersen hoch, bring die Knie zur Matte, schieb dich nochmal weit zurück auf deine Fersen, leg die Stirn für einen Moment auf der Matte ab, nimm die Arme zurück, wenn du möchtest, atme tief in deine Rückseite ein und lang aus. Und dann roll dich Wirbel für Wirbel zum Sitzen auf deine Matte auf und streck mal dein rechtes Bein in die Länge nach vorne, das linke Bein angewinkelt beziehungsweise zur Seite des rechten Bein, genau, links hier vorne angewinkelt. Ihr dreht jetzt den Oberkörper Richtung langes Bein, bring die Fingerspitzen nach vorne und dann versuch dich mit langer Wirbelsäule Richtung Bein nach vorne zu neigen. Schau, dass ihr hier nicht rund seid, sondern Brustbein anheben, lange Wirbelsäule und schieb dich nur ein kleines Stück, so wie es für dich geht, Richtung Fuß nach vorne. Versucht mal beide Sitzbeinhöcker auf der Matte zu spüren. Und tief in deine Körpermitte einatmen. Und lang aus. Mit dem nächsten Ausatmen dreh dich mal Richtung Mitte. Denk aber dran, langer Rücken. Kinn bleibt Richtung Brustbein. Und dann schieb dich hier mal nach vorne. Versuch mal deinen rechten Sitzbeinhöcker bewusst noch ein Stück tiefer Richtung Matte zu schieben. Und tief durchzuatmen. Dann wander mit den Händen weiter Richtung angewinkeltes Bein. Zuerst wieder die Länge nochmal suchen. Und dann hier nochmal nach vorne neigen. Noch zwei tiefe Atemzüge. Und dann stellt ihr bei eurem angewinkelten Bein den Unterarm auf. Und das lange Bein greift ihr mit der Hand am Sprunggelenk. Zieh
mal hier die Ferse Richtung Gesäß. Und dann nimm das Knie nach hinten, Becken schiebt vor. Und achtet bitte drauf, dass die Schulter, die stützt, weg vom Ohr bleibt. Spür die Dehnung. Becken schiebt nach vorne und das Knie zieht nach hinten. Mit dem Ausatmen bringt das Knie mal nach vorne. Ihr streckt jetzt das Bein und könnt euch an der Oberschenkelinnenseite, Wade, wenn die Arme lang genug sind, den Fuß greifen. Und dann bringt das Bein mal über die Seite hoch. Schau, wo ihr gut greifen könnt. Unten wieder an die Schulter denken. Schieb dich hier aktiv hoch. Und dann halt nochmal hier. Mit dem Ausatmen beugt das Bein wieder, zieh das Knie nochmal nach hinten, schieb das Becken vor. Bleib nochmal einen Moment hier. Und dann löst die Hand und legt das Bein nach hinten ab. Ich drehe mich gerade nochmal seitlich für euch. Ihr seid jetzt wie so ein Z-Sitz. Vorne das Bein angewinkelt, hinten auch. Geh mal mit den Händen nach hinten. Und dann kommt ihr hier mal auf die Unterarme, wenn das geht. Versuch mal hier wieder das Brustbein anzuheben, dich aus den Schultern hochzuschieben. Euer Bauchnabel zieht ganz fest zur Wirbelsäule ran. Und wenn du möchtest, dann spann das Gesäß ein bisschen mehr an und löse es mal minimal vom Boden. Denk an die Schultern, schieb dich hier nach oben. Das Kinn bleibt Richtung Brustbein. Und atme gut durch. Dann setz dich langsam wieder ab. Komm auf die Hände und richte dich wieder auf. Das hintere Bein geht jetzt in die Länge. Das vordere bleibt gebeugt. Schaut jetzt mal, dass von beiden Füßen die Zehen aufgestellt sind. Und dann streck das hintere Bein nochmal in die Länge. Schieb dich hier nochmal über deine Zehen vor und zurück. Bei beiden Füßen die Zehen aufgestellt und über den hinteren Fuß vor und zurück schieben. Dann bleib mit der hinteren Ferse mal weit nach hinten. Nimm die Hände mehr neben das vordere Knie. Und dann streck mal langsam das vordere Bein und wander hier mal nach oben. Ihr könnt jetzt gern die Schrittstellung größer machen, wenn euch das zu sehr in der Beinrückseite vorne zieht. Versucht das Bein so lang wie möglich zu machen und den Sitzbeinhöcker hier mal nach hinten zu schieben. Dann lasst ihr die Nasenspitze Richtung Knie sinken und atmet hier nochmal ganz tief ein und lang aus. Nur drei tiefe Atemzüge noch. Beugt das vordere Knie wieder, wander mit den Händen nach vorne, geht tief. Jetzt bringt ihr das hintere Bein über die Seite nach vorne und nimmt die Hände wie in so einen Vierfußstand nach vorne. Ihr bleibt, ich drehe mich für euch. Vom langen Bein drehe hier mal die Zehen Richtung Decke und dann stell sie wieder auf. Zehen Richtung Decke und aufstellen. Lift und tief.
Dann lass die Zehen jetzt mal nach oben und schieb mal das Bein so weit, wie es geht, zur Seite. Und komm wieder in die Mitte nach oben. Zehen abstellen, unten den Fuß leicht eindrehen und das Gesäß weit nach hinten schieben. Komm nach oben, heb die Zehen an, schieb dich so weit, wie es für dich geht, zur Seite. Zieh den Fuß wieder ran und dann nimm das Gesäß weit zurück. Einmal noch Ferse von euch wegschieben. Und dann noch einmal nach hinten absetzen. In die Mitte hoch. Und dann hebt das lange Bein an. Bring es zurück. Knie auf die Matte. Setzt euch zurück auf die Fersen. Kreist kurz die Schultern. Und dann wechseln wir die Seite. Linkes Bein lang diagonal zur Seite. Rechtes Bein angewinkelt. Ihr schaut hier gleich schon mal, dass ihr die Länge in der Wirbelsäule habt. Und dann dreht ihr den Oberkörper Richtung langes Bein. Und mit langer Wirbelsäule schiebt das Brustbein nach vorne. Und ihr atmet hier wieder ganz tief in den Bauchraum ein und vollständig wieder aus. Versucht von der Lendenwirbelsäule her schön die Länge zu behalten. Wandern mit den Händen langsam Richtung Mitte. Schieb hier das Brustbein nach vorne. Denk dran, den Nacken lang zu lassen. Und atme gut für dich ein und aus. Die Hände wandern Richtung angewinkeltes Bein zur Seite. Schieb dich hier nochmal nach vorne und schieb nochmal beide Sitzbeine ganz bewusst tief in die Matte. Dann bring dir hier, wo das Bein angewinkelt ist, den Unterarm auf die Matte, greift ihr mit der anderen Hand den Fuß, zieht die Ferse wieder zum Gesäß, Knie nach hinten und denk an deine untere Schulter, die hier aktiv nach oben zu schieben. Das obere Knie nach vorne und streckt das Bein lang. Ihr schaut wieder, wo ihr gut greifen könnt. Und dann hebt das Bein über die Seite. Denk an deine untere Schulter. Dann bleib nochmal hier. Atme tief durch. Der Ausatmung, Bein beugen, Becken nochmal schön nach vorne schieben, halt nochmal kurz hier. Und dann richte dich auf, leg das Bein nach hinten angewinkelt ab, ihr wandert mit den Händen nach hinten und dann legt ihr, wenn ihr das möchtet, die Unterarme auf die Matte. Euer Brustbein schiebt ihr Richtung Decke hoch, Bauch schön fest
Wenn ihr möchtet, spann das Gesäß noch ein bisschen mehr und löse es mal ein Stück von der Matte. Tief durchatmen. Langsam wieder lösen. Komm auf die Hände. Und dann streck dein hinteres Bein in die Länge. Bei beiden Füßen jetzt wieder schau, dass die Zehen aufgestellt sind. Und dann schieb dich über den hinteren Fuß vor und zurück. Schön schieben. Und dann lass die hintere Ferse weit zurück. Nimm die Hände mehr neben das vordere Knie und dann wander zurück. Wie gesagt, ihr könnt gern die Schrittstellung größer machen. Vorderes Bein so gut wie es geht in der Länge. Der Sitzbeinhöcker schiebt Richtung hinteren Fuß. Und dann lass den Oberkörper los. Nasenspitze sinkt Richtung Knie. Und atme hier tief durch. Ihr beugt das vordere Knie wieder. Lauft nach vorne. Hebt das hintere Bein an und bringt den Fuß zur Seite. Hände wieder nach vorne, dass er wie im Vierfußstand steht. Auch hier nochmal. Zuerst die Zehenspitzen Richtung Decke drehen und dann wieder auf die Matte abstellen. Zehen Richtung Decke und wieder nach vorne. Lift und tief. Und dann lass deine Zehenspitzen Richtung Decke. Schieb hier wieder die Ferse von dir weg. Die Hände wandern mit. Und ihr rutscht so weit, wie es für euch geht, zur Seite. Komm langsam wieder zurück. Und dann schieb das Gesäß weit nach hinten. In den Vierfußstand. Zehenlift. Und zur Seite schieben. Nach hinten absetzen. Und dann mach jede Seite noch einmal. Weit zurück. Und dann komm nochmal nach oben. Heb das Bein an. Bring es wieder zurück. Beide Knie auf der Matte. Ihr schiebt das Gesäß nochmal ganz weit zurück auf eure Fersen. Lass deine Stirn nochmal auf die Matte sinken. Wenn du möchtest, leg die Arme nochmal zurück neben deine Beine. Und spür nochmal einen Moment nach. Ihr euch Wirbel für Wirbel zum Sitzen auf eure Matte auf. Bringt nochmal beide Füße nach vorne. Kreuzt hier mal die Füße und schaut jetzt mal, dass der rechte Fuß vorne liegt. Ihr atmet mal tief über die Seite ein und lang aus. Tief ein und aus. Und dann bringt ihr eure linke Hand auf euer rechtes Knie. Die andere Hand stellt nach hinten auf. Sucht ihr mit der Einatmung Länge in der Wirbelsäule. Und ausatmend schau über die Schulter zurück nach hinten.
Atme tief durch. Ausatmen, langsam wieder zurück zur Mitte. Kreis hier nochmal deine Schultern. Und dann wechsel deine Füße. Linker Fuß liegt vorne. Ihr atmet tief über die Seite ein und aus. Tief ein. Und dann löst deine rechte Hand auf dein linkes Knie. Die andere stellt hinten auf. Einatmend nochmal Länge in die Wirbelsäule. Und ausatmend über die Schulter nach hinten schauen. Und tief durchatmen. Mit der Ausatmung wieder auf. Atmet hier nochmal ganz tief über die Seite ein und aus. Dann schließ deine Hände, nimm sie ausatmend bis zur Stirn. Atmet hier nochmal tief ein und aus zum Herzen. Atmet nochmal ganz tief für euch ein und dann löst ihr eure Hände und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Mitmachen. Ich hoffe, ihr spürt eine Öffnung in der Hüfte, es geht euch gut allen und dass wir bald hier wieder zusammen trainieren können. Bis dahin, macht's gut. Ciao.